Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Trading Tipps heute am 2. Mai. Ja, ich habe einen Freund mehr im Kollegium, weil ich heute BYD als Basiswert herausgepickt habe. Und der Kollege ist ja begeisterter BYD-Anleger, hat gesagt, vor 100 Euro verkauft er die Aktie nicht. Jetzt geht es erstmal darum, den Bereich um 26 Euro zu überwinden und dann auch die 200-Tage-Linie. Wir sehen es, 26,80 sind wir aktuell und damit über dem GD200 und auch oberhalb des Widerstands eben von 26 Euro. Und jetzt kann es durchaus dazu kommen, dass wir zunächst mal hier in den Bereich kommen. Ist zwar jetzt der Eurochart, aber wir sehen hier dieses Gap, das man Ende November aufgerissen hatte. Das könnten wir schließen. Das ist jetzt noch nicht so das Potenzial, was man sich vielleicht vorstellt. Aber auf Sicht der nächsten Wochen halten wir hier den Bereich um 30 Euro für möglich. Das sind 3 Euro um die 14%, 13-14%, die wir hier Potenzial haben. Ein Blick auf den etwas längeren Chart noch. Also hier dieser wichtige Widerstand einmal hier im Bereich von 28,20 etwa und dann hier die 30 Euro Marke. Ja, und sollten wir auch darüber hinausgehen, sind das die nächsten Hürden im Bereich 31 bzw. 32,50 Euro. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Wir schauen auf den Bereich 28 bis 29 Euro. Mit einem Faktor-Long-Zertifikat unseres Partners Morgan Stanley, die MA785S, kostet aktuell 13,01 €, hat einen Faktor von 3. Den Stopp setzen wir bei 11,50 €. Am Dienstag hatte mein Kollege Erik Kemper PayPal als Trading-Tipp bzw. halt einen Schein darauf. Noch nicht so gut angelaufen bzw. wir sind wieder unter das Ausbruchsniveau zurückgefallen. Jetzt gilt es da schnell wieder, dieses zurückzuerobern. Ansonsten muss man die Position einfach schließen oder man verfolgt einfach die Position mit einem Stoppkurs, wie wir ihn angegeben haben, bei 7,45. Da ist noch Puffer drin. Trotzdem sollte man das Ganze im Auge behalten. Das war's schon wieder von meiner Seite. Ja, wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche wieder zum Tipp der Woche bzw. DAX-Check. Morgen bin ich nicht am Start. Deswegen Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald. Machen Sie es gut.